Ach so, die Schlüssel. Hast du gesehen, dass der Schlüssel steckte? Ja, habe ich gesehen. Es gibt keinen anderen Ausgang. Wie ist der Mörder rausgekommen? Völlig unlogisch. Ja, vielleicht ist der Mörder ja gar nicht rausgekommen, sondern liegt hier auf dem Boden. Mit einem Messer im Auge. Oh, oh, oh. Bleiben, okay. Tyler will immer gehen. Vielleicht können wir mit Carla mit ihm noch ein bisschen reden. Na, na, so. Ich glaube, wir haben eigentlich alles gesehen. Wir haben alles gefunden. Ja, okay, ich denke, wir können gehen. Gehen wir. Ich habe genug gesehen. Was sollten wir hiervon halten? Hatte der Typ erst die Frau und dann sich selbst umgebracht? Das klang zwar absurd, aber eine andere Erklärung hatten wir nicht. Kane war wohl kaum in den Mord im Waschsalon verwickelt. Trotzdem musste es zwischen den beiden Morden eine Verbindung geben. Tja, aber was? Das ist hier die Frage. Lukas! Lukas! Wecker. Ring. Aufwachen. St. Pauluskirche 30.01. 7.56 Uhr und immer noch minus 20 Grad, weil es zur selben Zeit passiert. So, wir sind wohl hier als Zufluchtsort eingestiegen. Oh Gott, oh Gott. Lukas. Ist das Agatha? Sieht Agatha? So aus. Agatha, sind Sie es wirklich? Ich dachte, Sie seien tot. Naja. Ich versprach doch, Ihnen alles zu erklären. Und ich breche nie mein Wort. Hören Sie gut zu, Lukas. Die Zeit ist sehr knapp. Sie sind weder verrückt, noch ein Mörder. Sie waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Warum? Warum gerade ich? Warum wollten Sie diesen Mann töten? Reiner Zufall. Irgendwer musste irgendwen töten, damit sich die Schlangenmünder öffnen. Sie sind weder der Erste, der für dieses Ritual ausgewählt wurde, noch werden Sie der Letzte sein. Okay. Wer? Aber wer hat mich diesen Mord begehen lassen? Wer hat sich im Restaurant zu mir an den Tisch gesetzt? Niemand kennt seinen wahren Namen. Man nennt ihn das Orakel. Er dient den Mächtigsten der Mächtigen. Sie agieren im Schatten, aber regieren die Welt bereits seit Menschengedenken. Sie kommen! Fliehen Sie, Lukas! Sie wollen Sie töten! Queschnitlan, in der alten Maya-Zivilisation. Das kann Ihnen einiges erklären. Ach du Schande. Agatha? Agatha! Oh Gott. Was zur Hölle? Ach du Schande. Ja. Na dann. Dann schauen wir mal, dass wir hier verschwinden. Oh, da wurden erwischt. Oh, okay, da muss ich wohl alles richtig machen. Uiuiuiui. Okay, volle Konzentration. Lass mich in Ruhe. Dummes Federvieh. Nein. Oh. Aber es hat noch geklappt. Ach du Schande. Komm schon, schnell raus mit dir. Aus der Kirche raus. Schnell, Lukas, beeil dich. Und sprinten, Tasten hämmern. Und jetzt wieder. Ah, ja, 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 ja. Ist nicht so leicht. Bei den dummen Tasten, da die fünfte ja in der Mitte ist.
Und wenn man da schnell von dem Pfeiltasten hämmern, dann mache ich es gerne mit den beiden Zeigefingern und dann muss ich schnell wieder wechseln zu den Numb-Tasten. Das ist nicht so einfach. Okay, ich versuche es jetzt mal nur mit der linken Hand. Ja, da geht es nicht so schnell. Jetzt wurden wir geschnappt von diesem Engelgeist-Ding. Aber vielleicht können wir uns an der Wand abstoßen oder so. Hm. Weiter Tasten hämmern. Okay, ich wechsle mal wieder auf die beiden Zeigefinger. Ah, komm, befreie dich, Lukas. Befreie dich. Komm, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. 3 Leben haben wir noch. Das packen wir doch. Und wieder. Nein, doch nicht. Doch, jetzt wieder. Wow. Nein, nein, nein. Und drüber und jawohl. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Muss die Tür nicht abgeschlossen sein. Oh, das sieht aber schlecht aus. Lukas, Lukas, wach auf. Was machst du hier? Was ist los? Die Polizei sucht mich. Ich konnte ihr entkommen. Ich irrte umher, ich wusste nicht wohin. Also kam ich hierher. Mein Gott. Diesmal musst du dich aber wirklich stellen, Lukas. Es gibt keinen anderen Weg. Ich stelle mich erst, wenn ich weiß, was hier vorgeht. Agatha. Ich habe Agatha wiedergesehen. Hier, gerade eben. Sie ist zwar tot, aber sie hatte mir etwas mitzuteilen. Ich glaube, sie will mir helfen. Agatha ist tot. Willst du etwa sagen, du... Nein, ich habe Agatha nicht getötet, Markus. Sie war bereits tot, als ich eintraf. Aber du sagst, du hast mit einer Toten gesprochen. Das ergibt alles keinen Sinn. Kräfte. Visionen, Kräfte. Etwas Seltsames passiert mit mir, Markus. Seit dem Mord gelingen mir unnatürliche Dinge. Ich habe Visionen bestimmter Vorfälle, bevor sie sich ereignen. Manchmal höre ich selbst, was Leute denken. Ich bin viel schneller und stärker geworden. Solche Fähigkeiten gibt es nicht. Du verwandelst dich nicht in einen Superman, Lukas. Und was willst du nun tun? Hier kannst du nicht bleiben. Die Polizei wird mich sicher verhören kommen und mich sicher auch beschatten lassen. Ich muss mir ein Versteck suchen. Ich werde gesucht. Und zwar sicher bald per Steckbrief. Zumindest weiß ich nun, dass es eine Erklärung gibt. Ich muss aufdecken, wer genau dahinter steckt. Sei vorsichtig, Lukas. Sie bringen dich um, wenn sie können. Nichts könnte schlimmer sein als das, was ich in den Visionen sehe. Lukas, Markus? Markus. Lukas hat den Verstand verloren. Ich schütze einen Mörder. Aber soll ich etwa meinen Bruder verraten? O Herr, sag mir, was ich tun soll. Okay, da können wir uns mal entscheiden, von wem wir die Gedanken hören. Naja, da war das doch gar nicht so schlecht. Tiffany's Wohnung und Bellevue, oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Anstalt. Ah, ich weiß nicht so recht. Ist mir relativ egal. Bleiben wir einfach mal bei Lukas. Tiffany's Wohnung. Ich wusste nicht, wohin. Ich war erschöpft und fürchtete, schon bald entweder an der Kälte oder vor Hunger sterben zu müssen. Ich hoffte, für ein paar Stunden in Tiffany's Wohnung Ruhe finden zu können, um neue Energien aufzutanken und zu entscheiden, was nun zu tun war. Ich war erst einmal in ihrer neuen Wohnung gewesen und erinnerte mich nur vage, wo sie genau lag. Aber ich war mir sicher, dass ich mich in der richtigen Straße befand. Ja, irgendwas mit einem gelben Schild. Noch ein Obdachloser. Ich habe das Gefühl, die sind überall und beobachten mich. Ich krieg wohl langsam eine Paranoia. Tja. Ah, da ist es ja schon. Haha. Oh. Die Polizei. Tiffany's Wohnung wird überwacht. Logisch. Die haben sich schon gedacht, dass ich vielleicht versuchen würde, mich hier zu verstecken. Wie komme ich jetzt da rein? Tja, auf jeden Fall nicht durch den Vordereingang. Oder soll ich es trotzdem mal versuchen? Ich habe
Ich weiß es nicht. Ich würde ja gerne abspeichern, aber... Ach, gehen wir einfach mal. Tun Sie die Hände hoch! Ja. Damit endet meine Geschichte. Schön. Ich schenkte meiner Vorahnung keine Bedeutung und wurde von den zwei Polizisten verhaftet, die Tiffanys Wohnung überwachten. Ich werde nie erfahren, was in jenem Restaurant im East End wirklich geschehen ist. Denn für meine Umwelt bin ich lediglich ein kaltblütiger Mörder. Und so endet die Geschichte von Lucas Kane. Nein, natürlich nicht. Ja, toll. Vorahnung, ne? Gut, dann gehen wir halt weg. Dann gehe ich halt nicht dahin. Vielleicht können wir ja zurück und irgendwie von hinten rein oder so. Habe ich mir schon überlegt, aber... Ja, da wird schon mit Hinweisen gegeizt hier. Nein, da lang ist falsch. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass Tiffany in dieser Straße wohnt. Ja, ich auch. Aber... Aber da sind doch die Polizisten. Was soll ich nur... Oder wir fragen mal den Obdachlosen, ob er vielleicht für uns was tun kann, ob er die Polizei erblicken kann vielleicht. Na? Noch ein Obdachloser. Ich habe das Gefühl, die sind überall und beobachten mich. Ja, ja. Ich krieg wohl langsam eine Paranoia. Ja, die hast du wohl. Hände hoch, Kane! Schön ruhig, dann gibt's keine Probleme. Nicht umdrehen, jetzt langsam damit die Hände hoch. Meine Geschichte. Ja, ja. Ich schenkte mein... Das brauche ich jetzt nicht nochmal zu hören. Gut, Vorahnung, das wird überwacht und jetzt... La 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 la. Halt, stopp. Jetzt laufe ich. So. Können wir hier irgendwas machen? Also irgendwas müssen wir ja machen. Aber ich weiß halt nicht was. Gehen wir einfach mal hier weiter. Vielleicht sagt er ja... Vielleicht sagt er ja irgendwann... Nein, da lang ist falsch. Aber ich bin mir sicher, dass Tiffany in dieser Straße wohnt. Okay. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also irgendwie sollen wir in Tiffanys Wohnung kommen. Aber wir dürfen nicht den Vordereingang benutzen. Wir dürfen nicht an dem Polizeiauto vorbeigehen. Und hinten rein können wir irgendwie auch nicht. Aber hier haben wir eine Bonuskarte. Das ist doch was. Vielleicht können wir mit diesem Obdachlosen vielleicht reden. Hallo? Naja. Schauen wir halt mal hier hinten. Jetzt sagt er wahrscheinlich eh gleich wieder nein, da geht's nicht lang. Dupdi-dupdi-du. Ah, dreht sich auch nur noch mal um. Okay. Tja. Gut. Also hier gibt's schon mal nichts. Wir müssen irgendwie in die Wohnung... Ah, vielleicht durch den Zaun da hinten. Vielleicht ist das das Richtige. Ah, da ist doch auch die Krähe. Ah. Ja, das sieht man natürlich nicht, wenn die Kamerasteuerung ein bisschen schlecht ist. Oder schlecht gewählt ist, besser gesagt. Ja, was kletter ich denn da jetzt zusammen? Also gut, dann müssen wir also hier über den Zaun, um in die Wohnung zu kommen. Und wo ist denn unser Krähenfreund? Da. Die Krähe hockt da gemütlich auf den Kartons. Nee, auf dem Zaun oder wie? Ja, auf dem Holzzaun. Die hat auch noch irgendwas zu bedeuten. Ja. Aber dank der Krähe haben wir jetzt die Polizisten da gesehen.